Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Limited Edition Video. Ich weiß nicht, wie viele Videos es diese Woche gibt, gefühlt fünf, aber hier bin ich mit einer neuen Limited Edition und es geht heute um die By the Sea Limited Edition von Rivaldo Loop. Wer mich noch nicht kennt, hallo, mein Name ist Maxim und ich review gefühlt jede Limited Edition von Rivaldo Loop, Rivaldo Loop Young und eigentlich jeder Limited Edition, die es ansatzweise nur irgendwann mal in die Drogerie geschafft hat. Oder auch nicht. Hallo Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen zauberhaften Tag und euch ist genauso warm wie mir. Es ist gerade 17 Uhr. Ich habe heute schon zwei Videos gedreht. Ich dachte mir aber, ich schminke mich nochmal ab, mache noch ein bisschen was auf die Augen und meine Haut sieht aus wie diese Flecken hier, das sind hektische Flecken und Hitzeflecken. Falls ihr das kennt, lasst es mich gerne einmal in den Kommentaren wissen. Freunde, ich bin sehr gespannt, denn es ist schwierig für mich. Rival de Loop und ich, wir verstehen uns super. Wir haben schon viel miteinander zusammengearbeitet, aber ihr wisst, ich weiß und Rival de Loop weiß, dass ich sehr, sehr ehrlich bin. Und es oft so ist, dass manche Produkte oder Produkte sind, die mega gut sind. Deswegen bin ich umso gespannter, wie diese Limited Edition ist. Denn die ist so ein bisschen inspiriert an, wir gehen an den Strand, wir gehen ins Wasser mit Full Face Make-up und es muss wasserfest werden. Und ich bin sehr, sehr gespannt, denn es ist alles wasserfest. Wir haben Tropfen, die die Foundation wasserfest machen soll. Wir haben einen wasserfesten Bronzer. Highlighter, sind die wohl auch wasserfest? Weiß ich nicht. Wir haben Pinsel und was ganz besonders mit Mascara. Wir probieren das Ganze aus und schauen wirklich, ob es wasserfest ist. Mal gucken, ob ich das hinkriege, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber Freunde, ich würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Oder falls ihr auch ab und zu mal öfter kommt. Denn nächste Woche, Freunde, gibt es das, worauf ihr alle wartet. Und das solltet ihr nicht verpassen. Deswegen fangen wir jetzt an. Augen-Make-up habe ich einmal schon drauf. Und wir fangen als erstes mit diesen Tropfen an. Das sind Waterproof Liquid Converter for Make-up-Tropfen. Da soll man wohl einen Tropfen in die Foundation mischen. Und dann ist sie auf magische Weise wasserfest. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, ich mische mir das Ganze mal und erkläre euch so ein bisschen, habe ich eine nicht wasserfeste Foundation? Ich mische mir jetzt einfach mal die Foundations, die hier liegen und nicht wasserfest sind, zusammen und packe mir einen Tropfen hiervon rein. Ich habe mich gefragt, ob ich jemals schon mal das Gefühl hatte, dass eine Foundation nicht wasserfest genug war bei mir. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare einmal schreiben, wie es bei euch aussieht. Ich mische mir das Ganze mal. Das ist wie so ein Öl. Also ich habe es schon mal so ein bisschen auf den Fingern gehabt eben und habe festgestellt, das ist wie so ein trockenes Öl. Ist ganz spannend von der Textur her. Riecht nach nichts. Und ich habe mir das Ganze jetzt hier mal auf mein Pinselchen gegeben und arbeite mal die halbe Seite ein. Dann kann ich euch auch gleich schon sagen, ob sich irgendwie die Textur so ein bisschen von der Foundation geändert hat. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Ich trage ja wirklich viel Make-up und das Einzige, wo ich merke, dass etwas nicht wasserfest ist, ist, wenn ich Mascara trage. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Es ist noch nicht so oft vorgekommen, dass ich Make-up trage und dann ins Wasser falle. Und wenn, dann habe ich so viel Puder im Gesicht gehabt, das ist eh wasserfest. Aber wir probieren das Ganze mal aus und ich werde mein Gesicht gleich in Wasser mit Wasser begießen. Und wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert. Also von der Textur her hat sich, finde ich, ehrlich gesagt nichts geändert. Ich schaue noch mal kurz rein. Nee, gar nicht. Also sie sieht nicht anders aus als sonst. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass sich die Foundation irgendwie dann verändert oder so, wenn ich etwas mit reingebe, was da nicht hingehört. Hier ist jetzt aber tatsächlich wirklich alles ganz normal geblieben. Sieht sehr gut aus, Farbe passt perfekt, hat sich nichts dran geändert. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Temperaturen, die wir hier aktuell gerade haben, eine gute Möglichkeit ist, um die Foundation einfach ein bisschen langanhaltender zu machen. Ach so, stopp, nein, Quatsch, hier machen wir wasserfest, auf der Seite nicht. Mein Gehirn hat mitgedacht, bevor ich mitgedacht habe. Deswegen mische ich mir dasselbe nochmal hier. Wir machen hier wasserfest und hier nicht wasserfest, sonst macht das ja keinen Sinn, oder? Okay, also First Impression von den Tropfen hat jetzt nichts gemacht, was schlecht ist. Ob es was Gutes gemacht hat, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Da werde ich euch im Anschluss in die Kommentare einmal ein kleines Update geben, um zu schauen, ob sich das irgendwie im Langzeittest verändert hat. Falls es nicht drin steht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ich es vergessen habe, dann trage ich das nach. Ich vergesse sowas meistens. Also gefällt mir bis jetzt ehrlich gesagt ganz gut. Ja, sieht süß aus. Ich würde einmal mein Make-up ganz kurz setten. Ich benutze als Concealer den Fenty Concealer.
Gefällt mir gut. Sieht sehr schön frisch, sehr schön glowy aus. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen hell, oder? Ja, so sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Also, First Impression, wunderbar. Ich nehme das Laura Mercier Puder unter meinen Augen und mein restliches Gesicht. Und dann kommen wir zum Bronzer. Auch da, so First Impression, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich einen wasserfesten Bronzer brauche. Aber sign me in. Bronzer und Maxim, go. Und dann auch noch wasserfest, Freunde, das Wetter hier. Ich habe euch neulich bei Instagram gefragt, da könnt ihr mir gerne mal folgen, falls ihr es noch nicht tut. Da fehlen nämlich noch ein paar. Wir sind hier fast 70.000 und auf Instagram nur 30, 35. Also Freunde, kommt mal rüber. Das seht ihr nämlich alles. Und ich mache ja auch seit neuestem den Maskenmontag mit Maxi. Passt nicht in meinen Eierkopf, aber Freunde, hier hat sie sogar Schnitze schon. Wir probieren Masken aus und schauen mal, wie das Ganze auf meiner Haut aussieht. Also auch abgepudert, finde ich, hat das Ganze jetzt keinen negativen Unterschied gemacht. Jetzt kommen wir aber zum Bronzer, Freunde. Und da gibt es einen Pinsel. Das ist einmal der Powder Brush. Ich liebe übrigens die Farbe. Ich habe es probiert, so ein bisschen nachzumachen mit meinem Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Und der sieht auch schön aus. Der hat so ganz leichte, ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen in der Kamera, so ganz leichte Struktur mit drin. Der ist aber recht schmal. Also ich kann mir vorstellen, dass der für Cream Contouring sehr, sehr gut sein soll. Und jetzt benutzen wir das By The Sea Waterproof Bronzer. Mit diesem Bronzer verleihen sie ihrem Teint einen sonnengeküssten Look mit leicht schimmerndem Finish. Ich nehme jetzt den Pinsel hier, gehe hier einmal so ein bisschen rein, klopfe ab und dann setze ich mir das hier hin. Okay, er ist extrem schimmrig. Aber irgendwie lieb ich's. Also. Es ist ganz fantastisch, weil wenn ich mich drehe, sieht's okay aus. Müssen wir hier weitermachen, ne? Ich nehme mal wieder so ein bisschen was mit. Das Problem ist, Freunde, der ist so schimmerig als Bronzer, dass je nachdem, also so, wie gesagt, Farbe okay, nichts Krasses, hat so einen leichten Grauschleier drin. Aber wenn ich nach vorne komme und das Licht doof fällt, sieht das aus, als hätte ich, weiß ich nicht, mit ein bisschen Dreck gespielt. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Pinsel, einen großen, fluffigen. Gehe einmal rein, klopfe ab, und setz mir das hier hin. Und wir haben genau dasselbe Spiel. Seitlich wunderschön, von vorne viel zu dunkel. Das Problem ist, dass in diesem Bronzer vermutlich ein Schimmer ist, der zu dunkel ist. Also wenn ich hier reingehe, dann sehe ich einen Schimmer. Das Problem ist aber, die Grundtextur des Bronzers selber ist schon schimmrig. Und da ist nicht zusätzlich Schimmer mit drin, sondern die Farbe an sich ist mit Schimmer versetzt worden. Und das passiert. Da passiert dann das. Okay, also auch wenn er wasserfest ist, schade. Also hier finde ich es wirklich schön, so als ganz vorsichtigen Topper auf den Highlighter rauf. Fantastisch. Als Bronzer, no way. Wir haben aber noch einen Highlighter. Und bei Highlighter, Freunde, da kann Rivaldi Loop nichts falsch machen, denn die haben sie wirklich schon immer sehr, sehr gut gemacht. Das ist die Highlighter-Palette. Mit 8 Gramm Produkt und das ist so eine Viererpalette. Das Packaging fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Also ich erinnere mich an Paletten von Rivaldi Loops aus Papier teilweise. Das ist Plastik, sehr hartes Plastik, verhältnismäßig schwer. Hier ist ein Pinsel drin. Wir probieren ihn aus. Der ist recht festgebunden. Wir haben 4 Farben mit drin. Die sehen ähnlich aus wie welche, die ich schon habe von Rivaldi Loop. Wir haben so ein bisschen Rosa, Gold, Champagner und einen Bronzeton. Ich mische jetzt einfach mal beide hier. Und setz mir das. Okay, der Pinsel ist zu hart dafür. Das ist übrigens, ich werde immer wieder geärgert, dass ich bei dem Video von Rivaldi Loop gesagt habe, dass der Pinsel von dem Bronzer in der Verpackung, dass der gut ist. Der ist auch gut, nur der ist nicht gut, um großflächig zu bronzen, sondern, so wie ich es im Video gemacht habe, nur ganz leicht die Kontur zu setzen. Da habe ich so viel Ärger für bekommen von euch. Oder nicht von euch, aber von einigen. Ich nehme einen anderen Pinsel und setze mir das hier hin. Extremely blinding. Also fantastische Highlighter. Wirklich, wirklich gut. Sehr stark, sehr schön.
Ist fast schon hier ein bisschen zu viel. Kann man nichts falsch machen. Gefällt mir gut. Also sieht sehr schön aus. Wenn man ihn so ein bisschen ausblendet, dann wird er auch ein bisschen zarter. Jetzt, Freunde, die Produkte, die ich ganz spannend finde, und zwar Mascaren. Und da haben wir hier einmal eine normale Mascara. Das ist die Volume Mascara und dazu gibt es die Waterproof Maker Mascara. Tragen Sie den Waterproof Maker nach Trocknung Ihrer zuvor verwendeten Lieblingsmascara auf, um diese wasserfest zu machen. Optimal zu entfernen mit ölhaltigem Augen-Make-up. Ich finde das ganz gut, denn, und das ist mein Favorite, weswegen ich mich auch so auf dieses Video gefreut habe, ihr kennt ja mittlerweile diese Mascara hier. Das ist die Never Seen Before Mascara. Durchgerockt, aber meine absolute liebste Mascara auf der ganzen Welt. Das Problem ist, die ist nicht wasserfest und im Moment ist es echt offensichtlich schwül draußen und feucht und drückend und Und seitdem ich Lashliftings mache, drücken die Wimpern dann hier abends immer so ein bisschen hin. Und das sieht nicht so schön aus. Deswegen probieren wir jetzt einmal die Mascara auf beiden Seiten. Das ist eine ganz normale Mascara. Tiefschwarze Mascara für atemberaubendes Volumen. Das Bürstchen sieht wirklich ganz spannend aus. Und wir schauen einfach mal. Okay. Okay. She's black. Gefällt mir sehr gut. Ich komme ein Stückchen näher ran. Also die Mascara gefällt mir wirklich gut. Und wie gesagt, wenn ich so jetzt näher ans Licht gehe, ist auch der Bronzer sehr schön. Das Problem ist einfach nur draußen das Tageslicht. Das ist nicht so künstlich erzeugt, dass es immer perfekt ausgeleuchtet ist. Deswegen ist der Bronzer leider nichts. Hier sieht er aber wirklich schön aus. Also den als Topper über euren Bronzer-Highlighter, wenn ihr dunkler seid. Mega. Ein Highlighter für sehr dunkle Haut kann ich mir auch gut vorstellen. Bin ich gespannt. Ich lasse die Mascara jetzt einmal ganz kurz trocknen, Freunde. Mach mir ein bisschen was auf die Lippen. Benutze übrigens von Banana Beauty die Farbe Nana Naked. Ich liebe diese Farbe. Ist sie schon trocken? Oh, noch nicht ganz. Es ist so warm. Mir ist einfach so warm. Ich schwitze. Mir ist so warm. Okay, weiter geht es, Freunde, mit hier. Wo ist es? Das Waterproof Maker Schätzchen. Ich liebe diese Tropfen. Das ist so ein bisschen gemacht, dass es aussieht wie, als wären Tropfen dran. Love a little joke. Und das ist, glaube ich, einfach nur so ein durchsichtiges Zeug. Und ich gebe mir das jetzt einfach rüber. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Das Problem bei durchsichtigen Flüssigkeiten ist, man sieht es ja nicht. Könnte ich mir hier auf den Augenbrauen auch ganz gut vorstellen. Waterproof Eyebrows. Ist da überhaupt was dran? Ja. Okay, auf den Augenbrauen gefällt mir das ganz gut. Das ist so ein bisschen matt, finde ich. Jetzt nochmal hier rüber, weil ich wirklich dem die Chance geben möchte und das nicht am Ende heißt, Maxim war zu doof dafür. Ganz cute. Okay, Freunde, ich überlege jetzt, wie ich das mache. Sprühen wir uns jetzt mit Feuchtigkeit ein? Ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal kurz runter ins Bad, schütte mir Wasser ins Gesicht, hol ein Handtuch und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Okay, Freunde, halten wir fest. Ich halte das Mikrofon gerade mal, weil ich nicht ans Handtuch machen möchte. Das war die wasserfeste Seite. Das war die nicht wasserfeste Seite. Also ich glaube, ihr könnt definitiv was sehen. Hier ist es nur abgestempelt, weil ich das nicht an meinen unteren Wimpernkranz gemacht habe. Hier offensichtlich nicht wasserfest. Selbst meine Augenbrauen haben gehalten, wobei die haben auf beiden Seiten gehalten. Und was ich ganz verrückt finde, ist, das werdet ihr jetzt in der Kamera nicht sehen. Meine Foundation ist wasserabweisend, also literally wasserabweisend. Ich kann jetzt einfach hier so machen, wahrscheinlich. Und es sieht aus wie vorher. Ich finde hier definitiv stärker, perlt es stärker ab als hier. Vielleicht lag es aber einfach daran, dass noch so ein bisschen was am Schwamm war. Ich glaube, das war eindeutig jetzt, oder? Also, ich frage mich halt gerade, ich mache mal das Mikrofon wieder ran. Ich frage mich halt gerade, okay, hätte ich nicht gleich eine wasserfeste Foundation benutzen können? Auf der anderen Seite, wenn man eine Favorite Foundation hat, ist das vielleicht eine coole Sache, wenn man weiß, man geht baden. Auf der anderen Seite, warum gehe ich mit Make-up baden? Ist eine lustige Sache. Hat Spaß gemacht, die Sachen auszuprobieren. Es hat Spaß gemacht, jetzt mich hier mit Wasser vollzugießen. Ich glaube, das hier ist eindeutig. Also hier, guck mal, wenn ich hier so mache, kriege ich hier schwarz. Und wenn ich so mache, nicht. Also es hat funktioniert. Das Mascara-Ding Bombe. Ne, das ist mein Favorite aus der ganzen Kollektion, denn endlich kann ich meine Never Seen Before Mascara wasserfest machen. Und allein dafür hat sich dieses Video schon gelohnt. Also der Bronzer war jetzt natürlich nichts.
Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, kann ja nicht alles funktionieren. Mit den Tropfen, wie gesagt, ich gebe euch ein Feedback. Mascara an sich, ja, ich finde, das war nur sehr, sehr viel nicht wasserfest. Deswegen würde ich sagen, kauft euch, falls ihr die Möglichkeit habt, die Highlighter sind toll oder wirklich dieses Zeugs, um die Mascara wasserfest zu machen. Hat wirklich gut funktioniert und ich glaube, dass es wird schon helfen, dieses Abstempeln oben einfach zu reduzieren bei eurer liebsten Mascara. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich riesig auf nächste Woche und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf!